Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu NaturTV. Mein Name ist Klaus Rode und hier haben wir den bekannten Forstspezialisten Ursula Neubauer zu Besuch. Rainer Maria Neubauer. Ursula heißt meine Frau. Ach, seine Frau heißt Ursula. Ja. Das ist der bekannte Forstspezialist Rainer Maria Neubauer. Wir haben ihn heute hier eingeladen, um Sie aufzuklären über eine... über eine leckere Forstfruchtart. Art ist auch Quatsch, weil es gibt ja viele, viele Arten, die sehr lecker schmecken. Die einen sind giftig, die anderen sehr, sehr schmackhaft. Es geht hier um die Zubereitung, aber vor allen Dingen auch, wie man sie findet und zu welcher Jahreszeit. Dazu kann uns dieser Naturspezialist viel sagen. Wo findet man denn diese wunderbaren Erdfrüchte besonders? Dr. Professor Dr. Neubauer. Erdfrüchte, ja. Ach ja, ja, habe ich verstanden. Gut, ja, zum Thema heute wollte ich etwas über Pilze erzählen. Nein. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, es geht mir gut. Fahren Sie fort. Ja, gut. Ja, zum Thema Pilze, die im Wald wachsen. Habe ich irgendwas? Fahren Sie fort, bitte. Ja, okay, gut. Dann fahre ich fort. Das ist ja so, ne? Wir befinden uns ja hier in einem Wald und es ist... Lassen Sie sich nicht verwirren. Bitte fahren Sie fort. Ja, bevorzugt wird der Sammler sich im August... Danke, fahren Sie fort. Geht's Ihnen gut? Ja, also es ist so, bevorzugt dann natürlich im Laub, wo sich Bang. Die Pilze besonders gut aufhalten. Sagen Sie, ich kann meinen Vortrag gar nicht beenden. Jedes Mal werde ich unterbrochen, wenn ich Pilze sage oder wenn ich Wald sage oder wenn ich Sammler sage. Irgendwie haben Sie... was? Das ist doch absoluter Blödsinn. Ich muss doch meinen Vortrag halten können, wenn ich über Pilze referiere in diesem Interview. Und ich Pilze wachsen mal im Wald. Und sie sind nun mal von Sammlern, werden sie bevorzugt gesammelt. Das ist doch absoluter Blödsinn. Wissen Sie was? Ich habe keine Lust mehr. Machen Sie Ihr Interview alleine. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei NaturTV. Mein Name ist Klaus Rode. Und wir haben heute hier einen Spezialisten für Forstfrüchte eingeladen. Das hier ist Dr. Ursula Neubauer. Rainer Maria Neubauer. Oh, Entschuldigung, das ist Rainer. Meine Frau heißt Ursula. Ach, Ihre Frau kenne ich gar nicht. Wald. Du darfst auch mal wieder da reingucken, ne? Ja, klar. Ja. Besonders, ja genau, jetzt, Entschuldigung, ich hatte kurzfristig meinen Faden verloren. Besonders gut wachsen sie dann, wenn es sozusagen draußen feucht ist, also im August. Dann ist es die beste Pilzsammlerzeit. Der feuchte Boden... ich habe den Einsatz erfasst. Ja, also es geht ja hier um das Thema Pilze. Habe ich was Falsches gesagt? Nee, es geht mir gut, danke. Ach, es geht mir gut. Gut. Ja, und zwar, man findet natürlich Pilze bevorzugt im Wald. Nee. Ich hab verwechselt, du, ja. Du musst dir doch nur vier Sachen merken. Schon so Pilze, viel, du. Wald. Das ist schon zu viel. Nee. So sieht's aus, ein verrückter Professor. Ja, sehr gut. Das kommt gut jetzt. Sehr schön.